Ich bin ja böse angegriffen worden über die Behauptung, dass mein CBR SC59 genauso schlecht geht wie der 600er. Das wird sich jetzt herausstellen, weil ich bin jetzt nämlich auf dem Weg zum Otto, zum Otto-Lehrer. Der hat übrigens einen ziemlich coolen YouTube-Account, Link unten in der Beschreibung. Er macht ganz viele Prüfstandsläufe und Abstimmungen. Und da ich jetzt sowieso zum Pannonenring fahre, liegt er fast auf dem Weg. Und der tut jetzt einmal die Honda auf den Prüfstand und dann schauen wir mal, was das Ding wirklich Leistung hat. Weil ich glaube, es hat keine 150 PS. Ja, also. Geht schon, passt schon. Du musst dich auf meinem Gehsteig parken. Gerne. Geht schon, ja. Sicher. Grüß dich. Weißt du, ja, grüß dich. Keine Ahnung. Ich kann das vorne erklären, aber das Technische da ist. Und vorne bin ich schon weg. Ja, und vorne bin ich schon weg, wenn du wieder aufgehst. Die kriegst du das Luftpumpenzertifikat. 149 auf der Kupplung. 140 am Hinterrad. 140 am Hinterrad? Ja. 149 auf der Kupplung. Es ist. Das wärst du mal Hochbeschleuniger, dass es nicht geht. Ja. Also. Weißt du, und ich hab gemeint, ich bin ein Volltrottel. Weißt du, weil ich gesagt hab, das Ding geht. So wie der 600er. Und es geht wirklich fast so wie der 600er. Fast, ja. Also ein bisschen mehr wie der 600er. Wenn du gut gemachte 600er hast, dann hast du jetzt vielleicht 12 PS nur mehr. Und außerdem unter geht es überhaupt nicht. Siehst du, ja, da passiert nichts, ich weiß. Da drehst du um, das tut einmal bis 7000 oder 8000 Umdrehungen überhaupt nichts. Ja. Dann fängt es an, ein bisschen zu gehen. Aber da muss ja irgendwas nicht stimmen, oder? Nein, ich glaube, entweder hat es irgendwo was mit dem Cut, dass der wirklich auch schon zu ist. Das ist wie wenn ein Putzfetzen in der Airbox drin war. Ja, genau.
Also die darf ich mal komplett slängen und weiß nicht, überlege mal, ob es nicht vielleicht doch einen Auspuff oder irgendwas draufsteckst. Ja. Vielleicht ist es dann besser, aber ja, kann nicht sein, dass es schwach ist. Okay, wenn es schon schwach ist, aber da fehlen ganz sicher, setze ich mal 30 PS. Ja. Angeschaut. Ja. Wobei es vom Luft-Kraftstoff-Verhältnis gar nicht einmal so schlecht ist, komischerweise. Vom Gemisch einfach? Ja, vom, ja, von Sachen. Vom Lambda-Wert? Ja, habe ich vorher geschaut, jetzt hat es nicht gepasst, glaube ich, mehr bei der letzten Messung. Aber und also, ja, das rennt da oben, nur ist dort Lampensonne weg gewesen. Ja. Also das ist nicht einmal so extrem schlecht. Gell? Aber ich darf eher sagen, da Auspuff, Cut, wenn der noch immer drinnen ist, vielleicht liegt er wirklich quer oder was, dass sie mehr stoppt da machen. Ja. Kerzen, weißt du, sind da schon mal Kerzen rausgeworfen? Ich hab da noch nicht, ich hab keine Ahnung. Am Anfang, die waren ziemlich kurz oder was, hast du gesehen, weil am Anfang haben wir ja nur 125? Ja, haben wir voll Wein gehabt. Ja, das ist freigekommen. Ich habe jetzt zweimal hintereinander gemessen, zweimal die gleiche Gruppe und gesagt, die Abweichung ist jetzt schon völlig egal. Ja. Aber kein tut der überhaupt nicht. Also nicht einmal ein bisschen. Ja, ich finde das einerseits jetzt super, weißt du? Weil jetzt ist meine Vermutung recht und ich habe mich nicht getäuscht. Weil ich habe gesagt, das hat kein 150 PS und es hat 141. Ja. Und durch das, dass ich so angegriffen worden bin, jetzt war ich mir nicht sicher, spinne ich jetzt? Nein. Oder? Aber das ist, ich sage mal, das hat Minimum 30 PS 2. Ja. Ich habe es gewusst. Ich habe es wirklich gewusst. So, dann muss man mal auf die Suche machen. So Luftpumpengeschichten mache ich immer gern. Ja, ich mache eh ein Video, dann verlinke ich die ja drauf. Dann. Nein, hast du Instagram was geschaltet, weil dann tut es da Sachen. Da ja, hab ich auch. Ja. Da ja. Sachen, der Marcel hat gesagt, er teilt es dann oder ja, irgendwas. Ja. Kenne ich mir nicht aus. Ja. Nicht meins. Meins sind die Steuergeräte, weißt du? Ja. Alles andere. Voll lieber. Passt. Passt! Alles klar? Wünsche dir schöne 4 Tage da unten. Aber. Passt dann. Tschüss, vierte. Danke dir. Wir. Ciao, vierte. Servus, baba. Ein bisschen neugierig, was sie jetzt dazu schreiben, wenn du das online stellst. Flippen sie gleich wieder alle aus. Ja, also um das ganze kurze Video kurz abzuschließen: 149 PS an der Kupplung. Bisschen mehr als ein 600er, aber deutlich zu wenig. Und es hat einen Vorteil: das heißt, der Vorteil ist der, dass ich mich nicht getäuscht habe und das ist gut für mein Gefühl, weil ich weiß, dass ich mich auf mein Gefühl verlassen kann. Zum Nachteil natürlich, dass ich jetzt nachschauen lassen muss, was da los ist. Also stimmt, entweder ist der Cut oder irgendwie, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich froh, dass sich mein Gefühl bestätigt hat. Und ich bin da extrem sensibel. Also wirklich, ich habe jetzt beim 1 PS, also wirklich, ich habe gesagt, und das ist nicht gefaked, das Video, das ist nicht, schwöre ich auf das Leben meiner Tochter, das ist nicht gefaked. Ich habe gesagt, das Motorrad hat keine 150 PS und es hat 149. Und so hat sich das angefühlt. Also ist wirklich, es hat sich so angefühlt und das ist kein Witz. Ich bin ja gefahren damit, ganz viele Turns schon und tja, Gefühl ist alles. Also von dem her, jetzt ist es raus. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch. Abonnier den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin am Weg zum Pannonia. Ciao. Jetzt geht es erst einmal ab. Ohne Schlüssel links. Wieder mal nach Osfynjan. Schreib es in die Kommentare, ich kann es nicht aussprechen. Ostfüsianuva. Pannonia-Ring. Ostzi. Fazzi. Futzi. Ich muss erst tanken. Und Vignette. Und. Genau. Kawasaki-Event. Eingeladen von Kawasaki. Geht's ab noch zum Pannonia-Ring. Testen der neuen ZX6R und der Ninja 400. Mit 1000 PS. Bin mal gespannt, wie so eine 400er geht. Ja. Macht bestimmt Laune. Also, bis später.